Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 26.12., die letzten News in diesem Jahr. Und es gibt so einiges Neues und ich bin ganz gespannt, was das ist, denn bei mir heute ein bisschen später die News, denn heute ist noch Weihnachten. Die News beginnen dieses Mal mit einem Feuerwerk, beziehungsweise bei mir sind es noch 8 Minuten bis zu einem Feuerwerk, aber auch dieses Jahr gibt es wieder ein Feuerwerk bis nächstes Jahr und außerdem könnt ihr jetzt auch die ganzen Laternen, die es sonst beim Sommerfest in Fort Pinter gibt, hier auch im Weihnachtsdorf anzünden und hochsteigen lassen. Stelle ich mir hier richtig, richtig schön vor. Jetzt in diesem Moment ist leider keiner da, der ein paar Laternen steigen lässt, aber gerade weil es so schön dunkel hier ist, also relativ dunkel auf jeden Fall, denke ich, dass es bestimmt richtig, richtig cool aussieht, wenn man hier ein paar von den wunderschönen Laternen steigen lässt. Außerdem könnt ihr natürlich wie jedes Jahr auch wieder ein paar Böller zünden hier und Raketen und ja, das Ganze ein bisschen... Oh, hier wird gerade eine gestartet. Bam! Oh, wie schön! Ja, das Ganze ein bisschen silvesterlich anhauchen und auch hier in Star Stable wieder ein bisschen Silvester feiern. Aber nicht nur das gibt es hier in Winterdorf. Nein, ihr könnt euch auch hier auf eine Bühne stellen und ein bisschen rumtanzen und ja, eine schöne Aufführung, also quasi machen mit ein paar tollen Moves und mit euren Lieblingscharakteren sprechen, denn die stehen hier auch rum und sind bereit, mit euch ein bisschen zu quatschen. Außerdem findest du natürlich dieses Jahr auch wieder Silvesterklamotten, die du diesmal auch hier im Winterdorf kaufen kannst. Wir schauen uns das Ganze mal ganz, ganz kurz an und ja, also ich mag die Silvesterkleider wirklich jedes Jahr eigentlich sehr, sehr gerne und ich denke, ich werde mir auch dieses Jahr wieder eins kaufen. Sie sind relativ günstig eigentlich, wobei, ja, das kostet nix. Achso, das kostet nur 110 Starcoins. Naja, nur ist gut, ne? Also ich glaube, sie sind tatsächlich ein bisschen teurer geworden als sonst. Weil ich dachte, dass sie sonst immer etwas günstiger waren. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass sie sonst immer spottbillig waren. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall sind ein paar neue Kleider dabei und das ist ja mal richtig, richtig schön hier. Oh mein Gott, ist das wunderschön, das Kleid. Das gefällt mir richtig gut. Aber 110 Starcoins ohne Werte ist schon, ja, ist schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Aber es sind trotzdem sehr schöne dabei. Das Schwarze hier finde ich auch sehr schön. Und das Blaue gefällt mir auch sehr gut. Oh mein Gott, so viel Auswahl. Und ja, ein bisschen teuer. Naja, das hier ist nicht ganz so teuer. Aber egal, wir wollen da gar nicht weiter drüber spekulieren. Das ändert sich ja eh immer so ein ganz klitzekleines bisschen mit den Preisen und sowas. Es sind auf jeden Fall sehr schöne dabei, die auch eigentlich relativ erschwinglich sind. Außerdem vergesst nicht den Pferdemarkt, denn der Pferdemarkt ist diese Woche in der Jorvik Stall Arena zu finden, wo ihr noch ein paar alte Pferdemodelle kaufen könnt. Ja, und das war's auch schon dieses Jahr mit dem Update. Mehr gibt es nicht, obwohl das mit den Tanzen finde ich schon wieder ganz, ganz toll, muss ich sagen. Sowas mag ich immer ganz gerne. Genau beim Sommerfest fand ich das auch sehr, sehr cool, wo man da mit der Gitarre und so spielen konnte. Das hat mir echt ziemlich gut gefallen. Das hier finde ich auch sehr schön. Und ja, ich mag auch das Feuerwerk, was man denn auch jedes Mal anschauen kann. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ja, das waren die letzten News für dieses Jahr tatsächlich. Kaum zu glauben, wie schnell das Jahr schon vorbei ist. Hammer. Wirklich hammermäßig. Ich möchte natürlich auch allen nochmal ein ganz recht herzliches Dankeschön dafür sagen, dass ihr da seid, dass ihr meine Videos schaut, den Stream schaut und chattet, Kommentare schreibt und so weiter und so fort. Das ist so super hammermäßig irgendwie und ich habe auch noch immer kein 20.000 Abo-Special gemacht. Das werde ich bestimmt erst im nächsten Jahr schaffen. Oh mein Gott, ja, es war wirklich sehr viel los irgendwie dieses Jahr. Und ja, dafür möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken. Es tut mir auch leid, dass über Weihnachten nicht so viele Videos gekommen sind. Und die News kommen ja jetzt auch ein bisschen später als normalerweise. Liegt daran, es ist noch Weihnachten. Besuch ist immer noch zu Hause und heute haben wir zum Beispiel auch Kaffee getrunken. Gestern auch viel gegessen. Ja, ich glaube, Weihnachten ist ja generell immer sehr viel mit Essen und Essen und Essen. Und Essen und Plätzchen. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich auch, wie ihr Silvester feiert.
Da würde ich auch ganz gespannt sein, was ihr da so macht. Wir sind zum Beispiel über Silvester nicht da und ich komme dann auch erst wieder am 2.1. nach Hause. Und ja, ich denke, am 2. oder 3.1. wird es dann auch einen Neujahresstream geben. Dann ein bisschen später als der 1.1., aber besser spät als nie. Und ich freue mich schon riesig darauf. Und ja, die Woche wird es bestimmt auch noch ein oder zwei Streams geben, je nachdem, wie ich es schaffe. Ich habe ja nun auch bald Urlaub. Einen Tag noch arbeiten und dann Urlaub. Yay, ich freue mich riesig. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe